Heute ist es wieder soweit. Am 25.10.2022 findet über Mitteleuropa eine Sonnenfinsternis statt. Ich habe mich lange darauf vorbereitet und sofern das Wetter mitspielt, werden wir sie in voller Länge bestaunen können. Doch, was ist eine Sonnenfinsternis überhaupt? Es müssen viele Faktoren zutreffen, damit ein solches Naturschauspiel entstehen kann. Zum einen kann es eine Sonnenfinsternis nur bei Vollmond geben. Aufgrund der Umlaufbahn des Mondes ist eine Sonnenfinsternis aber relativ selten, da der Mond scheinbar über oder unter der Sonne seine Bahn zieht. Im Schnitt gibt es 2 bis 5 Sonnenfinsternissen pro Jahr, doch sind diese meist an so entlegenen Orten, dass wir davon nichts mitbekommen. Die heutige ist eine sogenannte partielle Finsternis, die je nach Standort nur etwa 30% der Sonne bedeckt. Sehen wir uns das einmal genauer an. Innerhalb von etwa 2 Stunden und 10 Minuten wird der Mond die Sonne schneiden und teilweise überdecken, ehe beide wieder getrennte Wege gehen werden. Doch gibt es noch mehr als nur die Sonnenfinsternis zu bestaunen. Auf der Website Space Weather Live können wir uns ansehen, wie die Sonne heute zur Sonnenfinsternis aussieht. Wir werden also nicht nur die Sonnenfinsternis aufnehmen können, sondern auch ein paar Sonnenflecken mit auf das Bild bannen. Auf der Website gibt es noch ein paar andere coole Funktionen und Infografiken, die für unser Vorhaben heute aber nicht relevant sind. Jetzt sollten wir uns aber noch richtig vor der zerstörerischen Kraft der Sonne schützen. Mein alter fotografischer Filter hatte nicht die Filterleistung, um die Sonne zu fotografieren, weswegen ich gezwungen war, mir einen neuen Filter mit der visuellen Folie zu bauen. Zu diesem Thema habe ich schon vor einigen Monaten ein Video gemacht und nutze die Zeit hier lieber, um auf die Gefahren der Sonnenbeobachtung einzugehen. Bitte tut euch und euren Augen den Gefallen und schaut nur mit zugelassenen Filtern in die Sonne. Rußgeschwärzte Gläser oder Schweißerbrillen sind nach dem Bundesamt für Strahlenschutz völlig ungeeignet und werden euch im schlimmsten Fall die Augen zerstören. Wagt es niemals, eine zugelassene Sonnenfilterbrille aufzusetzen und dann mit einem Fernglas in die Sonne zu schauen. Durch die Lichtbündelung von Ferngläsern und Teleskopen brennt sich die so stark gebündelte Sonne durch den Filter in eure Augen. Filter gehören immer vor das Teleskop oder das Fernglas. Wo das Thema jetzt auch besprochen wurde, lasst uns eben noch einen Blick auf unsere heutige Ausrüstung werfen, die uns begleiten wird. Ich möchte einmal eine Weitfeldzeitraffer und eine sehr nahe Zeitraffer mit dem Teleskop machen. Um euch dabei zu haben, brauche ich aber noch eine dritte Kamera, mit der ich dieses Astrovideo aufnehmen werde. Für die Weitfeldaufnahme kommt meine erprobte Lumix FZ82 zum Einsatz. Das Video wird mit unserer treuen 550D aufgezeichnet werden und im Teleskop wird von uns die ebenfalls erprobte 600DA eine Zeitraffer aufnehmen. Die Lumix und die 550D werden an ausgewählten Standorten stehen und für euch das Geschehen aufzeichnen. Unsere HEQ 5 Pro führt unseren Skywatcher Explorer 150P während des Spektakels nach, so dass ich mich fast nur um die Zeitraffer kümmern muss. Aber genug drumherum geredet, lasst mich euch auf dem Feld willkommen heißen. So, da sind wir jetzt auf dem Feld. Ihr seht schon im Hintergrund, das Wetter ist echt furchtbar. Ich hoffe, dass es die meiste Zeit der Sonnenfinsternis möglichst klar bleibt. Im Zweifel, naja, wir sehen dann halt, was bei rumkommt. Ich werde jetzt auf jeden Fall eine Timelapse-Aufnahme machen. Ich kämpfe schon die ganze Zeit mit der Lumix rum. Ich weiß auch gar nicht, ob das was wird. Ich gebe mein Bestes, aber wahrscheinlich, ich kriege den Fokus nicht. Die Lumix spinnt heute irgendwie rum. Ich versuche jetzt einfach mal mein Bestes und dann sehen wir es ja. Also, fangen wir am besten mal an. Es sind jetzt vielleicht noch 10 Minuten und dann geht's los. Ich bin ein bisschen im Rush, das merkt ihr vielleicht. Deswegen, ich gebe jetzt mal ein bisschen Gas, dass alles fertig wird. Die Wolken ziehen weg und legen die Sonne frei. Jetzt heißt es, die Zeitraffer zu starten und die nächsten 2 Stunden und 10 Minuten zu fotografieren. Der Intervall liegt bei 21 Sekunden. Das heißt, alle 21 Sekunden hat ein Bild aufgenommen. Die Belichtungszeit beträgt 1600 Sekunde bei ISO 100. Dadurch erhalten wir etwa 16 Sekunden an Timelapse-Material.
Während sich meine Verlobte weiterhin um die Timelapse kümmerte, kämpfte ich gegen die Lumix. Ohne Erfolg. Der Stresspegel in diesem kritischen Moment stieg rapide an, bis ich das Thema Weitwinkelzeitraffer schließlich aufgeben musste. Dass die intervalometergestützte Zeitraffer überhaupt weiterlief, verdanken wir alle nur meiner Verlobten, die Schlimmeres verhinderte. Dann war ich wieder an der Reihe und brachte den Job zu Ende. Wir standen fast 3 Stunden lang in der Sonne für diese wenigen Sekunden. Das Bild verschiebt sich immer mal wieder, weil ich die Montierung nicht 100% genau einordnen konnte ohne Polaris. Gegen Ende flogen dann auch noch Wolken durch das Bild. Aber das ändert nichts an unserem Erfolg. Viel Spaß! So, das war's, die Sonnenfinsternis ist fertig. Ich habe es tatsächlich geschafft, die ganze aufzunehmen, aber natürlich, die Wolken waren natürlich im Weg. Ich halte mal ein bisschen das Mikrofon zu, weil jetzt echt auch ein übler Wind geht. Und so langsam ziehen auch echt dunkle Wolken auf. Es wird immer mal wieder hell, dann wieder dunkel. Hauptsache, ich habe es jetzt im Kasten. Jetzt fahre ich schnell heim, mache das Video, dass ihr es noch heute Abend habt. Die Lumix hat völlig versagt, da müssen wir nicht drüber reden. Ich habe den Fokus nicht halten können. Die hat sich ständig, irgendwie hat es versucht, sich immer ständig selber einzustellen. Das ist halt das Ärgerliche, wenn man keinen manuellen Fokus hat. Das Teleskop hat einen super Job geleistet und ja, so ist es jetzt halt. Kann man nichts ändern. Also, ich packe jetzt schon alles zusammen, fahre heim und dann sehen wir uns dann daheim. Obwohl, sehen wir uns nochmal. Wenn wir uns nicht mehr sehen, verabschiede ich mich hier schon mal. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal.